Guten Tag und willkommen zurück hier bei Cuphead. Es geht weiter mit Hatz im Gruselkabinett. Let's go. Ich habe jetzt tatsächlich keine Pause eingelegt, was ich ja eigentlich machen wollte. Ah, hier muss man hoch, genau. Was tue ich? Ah, ja, okay, die Steuerung ist etwas komisch. Sie ist nicht komisch, sie funktioniert gut. Ich will mich jetzt nicht hier rausreden, aber dieses Oben- und Unten-Dingen verwirrt einen ziemlich. Ah, okay, hier kommt man aber, glaube ich, echt gut durch, dank des Auto-Aims. Kann man das parieren? Ich bin mir nicht sicher, kann man das parieren? Es ist pink, aber jetzt nicht strahlend pink. Wisst ihr, was ich meine? Aber die Enden kann man auf jeden Fall parieren. Und das sollte ich mir auch angewöhnen. Ja, guck mal. Wunderbar. Dann kommt man hier sehr gut durch. Ja, genau wie ich gedacht habe, man kann hier nicht die Wand selber treffen. Oh nein, man kann es nicht parieren. Okay, ich wollte es nochmal ausprobieren. Mhm. Was wird das jetzt? Es wirkt eigentlich sehr einfach, hier die Stelle. Einfach nur ein bisschen... Scheiße. Ja, ich wollte es gerade sagen. Einfach nur ein bisschen Geduld haben. Alter! Was tue ich denn? Oh. Oh, jetzt ist das pinke Endchen hinten. Okay. Da muss man auf jeden Fall auch drauf achten. Nicht, dass man da reinspringen will, um es zu parryen. Und, hinterher dann einfach einen Schlag ins Maul bekommt. Weil da nicht das pinke Entchen steht. Ach komm, ey. Das ist jetzt aber ein bisschen lächerlich. Aber gut. Selber schuld. Selbst schuld. Ich glaube, wir gehen wieder nach unten. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn man hier oft diesen dieses Ausweichen benutzt. Boah, Alter, jetzt geht's hier aber ab. Okay, schön. Hacke. Ja, da wollte ich gerade ein bisschen durchspeeden. Hat nicht ganz so gut geklappt, leider. Ach Mann, ey. Ja, komm. Das sollten wir so langsam mal hinkriegen. Hier einfach schön die Entchen parieren. Immer wieder die Seite wechseln. Und dann kommt man hier echt easy durch. Ja, komm. Jetzt auch keine Experimente mehr machen. Ich will so langsam mal fertig werden. Wird das ja eigentlich mit den Raketen? Ah, guck mal. Guck mal. Jawohl, jetzt kriegen wir es aber. Jetzt kriegen wir es richtig gut hin. Hier schön immer ausweichen. Ach man, das ist jetzt aber kacke, dass ich da nicht springen konnte. Nein, bitte. Ja. Hallo. Ich will parryen. Ich will doch die Seite wechseln. Ach, fuck, Mann. Sollen wir das Level vielleicht mal auf Pazifist durchspielen? Weil ich weiß gar nicht. Zählt das überhaupt? Wegen der Wand? Gibt es da irgendeinen Trick? Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es da irgendeinen Trick gibt. Dass man die nicht abschießen darf. Aber gut,
Keine Ahnung, ich mach's jetzt einfach. Okay, schön. Ach Mann, ach Mann. Ich hab die Wand eben so schnell besiegen können. Warum ging das denn jetzt nicht? Ja, komm, nervt nicht. Ihr Kackraketen, Alter. So. Schöne durchspeeden. Dann wieder schön ausweichen. Ja, guck mal. Jetzt läuft es aber. Hau ab. Hau doch ab. Wow. Okay, ich muss anscheinend nach unten wechseln. Ich muss auf jeden Fall nach unten wechseln. Dass ich jetzt schon wieder so lange für den Kacklevel brauche. Kann's doch wohl nicht sein, Mann. Nein, das akzeptiere ich nicht. Ach, Mann. Und, was habt ihr noch so vor? Also, ich wollte heute den ganzen Tag diesen Level hier spielen. Da hatte ich richtig Bock drauf. Das kann's doch wohl nicht sein. Und dann versperrt mir die Karte da den Weg. Komm, jetzt kriegen wir es aber hin. Das kann es doch nicht sein! So. So, dann stelle ich mich halt hier genau bei der Karte hin, damit die nicht im Weg ist. Dass man auf jeden Scheiß hier achten muss. Hau ab. Hau ab. So. Schön wieder nach unten. Obwohl, ich glaube, nach oben ist sogar am Anfang besser, ne? Ja, okay. Hier jetzt nicht, aber dann am Ende wieder. Ja, schön. Ja, guck mal. Ganz gechillt. Ja, guck. Ja, da war ich jetzt dumm. Ich wollte eigentlich nach unten. Sorry. Ich will ja aber jetzt nicht nochmal failen. Lass jetzt hier einfach raus. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Alter, ne? Los jetzt. Woher? Okay. Alles klar, Alter. Gut. Die Ergebnisse grottenschlecht. Aber immerhin haben wir alle Goldmünzen. Das hat jetzt viel zu lang gedauert. Zumindest viel länger als geplant. Gut. Hier steht nochmal ein Shop. Da schauen wir auch kurz rein. Schwarzes Laden. Moin. So, was gibt's hier so? Ladung, Lupfer, Kreise. Ja, keine Ahnung. Auf Kosten einer Angriffskraft gibt's einen zusätzlichen Trefferpunkt. Nützt einem nicht wirklich was, oder? Ja, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich sowieso alles kaufen müssen. Schätze ich mal. Ich glaube, es gibt dafür ein Achievement. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Mittlere Reichweite, guter Schaden und geringe Feuerrate. Ja, komm. Nehmen wir den auch mal. Ich, fand den zwar jetzt nicht so geil, aber komm.
Nehmen wir einfach mal mit. Und hier gibt's nochmal ein Run-and-Gun-Level. Mich kriegt ihr nicht, es sei denn, ihr nehmt eine Abkürzung. Das haben so ein paar Rabauken letzte Woche gemacht. Nur so konnten sie mir bei den Attraktionen zuvorkommen. Sag mal, könnt ihr mir zeigen, wo hier die Abkürzung ist? Ja, die ist direkt hier drüben. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Reicht das, bis hierhin zu laufen? Können wir sie einfach nochmal ansprechen? Ah, danke, Leute. Okay, sehr gut. Ich wusste doch, dass es einen schnelleren Weg über die Insel gibt. Jetzt werde ich wieder als Erste in der Schlange stehen. Hier, nehmt diese Münze als kleines Dankeschön. Oh, cool. Kriegen dafür eine Münze. Nice. Ja, alles klar. Dann lasst uns auf in Hitziger Jahrmarkt. Oh, das ist ein cooler Level. Ich glaube, der war cool. Ja, komm, probieren wir mal. Kann das Trampolin einen verletzen? Ah, keine Ahnung. Ich will es nicht austesten. Hier ist eine Münze. Die nehmen wir mit. Ja, okay. Ah ja, jetzt kommt dieses Spielchen, was wir aber nicht mitmachen. Scheiße. Kann man... Ja! Geil! Man kann ja einfach durch. Und mit einem vernünftig getimten Ausweichmanöver kommt man da sogar ohne Schaden durch. Nur ich weiß nicht, ob man das auch hier machen kann. Ich glaube, man muss dann ganz weit hochspringen. Ah, okay. Man muss dann ganz weit hochspringen, also von diesem Turm aus. Hier hoch und dann über ihn drüber. Ich glaube, das sollte funktionieren. Oder vielleicht auch, wenn man hier steht, ob man sich dann hinter ihn teleportieren kann. Ich weiß es nicht. Das müsste auf jeden Fall gehen. Ab da. Sehr gut. Ich glaube, hier nehme ich nochmal den Jäger. Mann, ey. Ich zu blöd bin zum Reden heute. So. Das tue ich. Das ist so gut gelaufen. Aber gut. First Try wäre auch etwas übertrieben gewesen. Okay. Das Trampolin kann ihn nicht verletzen. Das wollte ich jetzt nochmal kurz austesten. Und damit können wir dann schön hier durchlaufen. Geil. Also die Rauchbombe ist echt extrem nützlich. Das vereinfacht die Level ziemlich stark. Okay, schön. Ah, schade. Ich weiß nicht, ob man da bis nach ganz vorne an die Kanonen dran kann. Oder ob die einen da schon Damage machen. Ich weiß es nicht. Und hier hätte ich das jetzt eigentlich mal austesten können, ne? Scheiße. Wie bleib ich nochmal stehen? Ach ja, mit dem Button. Ja, sorry. Ich hatte es kurz vergessen. Da hätte ich auf jeden Fall auch komplett ohne Gegentreffer durchkommen können, aber... Ich habe den Button leider vergessen. Ich benutze den nie. So... Hier einfach gechillt bleiben und stehen bleiben. Dann kriegt man es ziemlich easy hin. So. Ja, noch ein Brezel. So, jetzt aber. Wie die da einfach spawnen. Hätten die dafür nicht noch eine Animation machen können? Keine Ahnung, dass er die Soße irgendwie ausspuckt oder so. Aber okay. Scheiß drauf. Wir haben es geschafft. Und wir haben alle Goldmünzen. Das ist das Wichtigste.
Sehr gut. Und als... Ah, da drüben können wir uns eine neue Spezialfähigkeit holen. Aber komm, machen wir einfach im nächsten Part. Wir werden jetzt hier Zacharias Switcher in Flug-Action machen. Schon wieder ein Fluglevel. Und wir können nur den Kopf treffen. Ah, das ist kacke mit den Bomben. Boah, Alter. Ja, entspann dich. Nein. Ah, fuck. Ich habe nicht gesehen, dass er noch ein Ei geschossen hat. Ja, hau ab. Ja, gut. Die Phase ist ziemlich leicht. Man muss einfach nur ein bisschen mehr auf sich achten und einfach immer nach oben und unten abwechselnd ausweichen. Scheiße! Ah, er geht nochmal in die Phase über. Ich dachte, wir hätten es. Ja, da ist die Motivation gerade ein bisschen weggegangen. Leider. Okay, schön. Immer schön die pinken Vögel mitnehmen. Und Spezialangriff. Weil, warum nicht? Ich behalte den sonst nur. Und benutze ihn gar nicht. Schön. Zweite Phase. Und schießen nicht vergessen. Ah, ich dachte, er wäre fertig. Warum habe ich gerade gedacht, er wäre fertig? What the hell? Ich habe meine Special Ability wieder ready. Oh shit. Komm. Jawohl, schön. Oh. Sind das immer pinke? Nee, ne? Bleib hier einfach von ihm weg. In der Phase. Ja, scheinen immer pinke zu sein. Und flieg schön außenrum. Okay. Sehr schön. Scheiße. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ah! Hat einen guten Moment abgepasst, um mich abzuschießen. Aber man sieht auf jeden Fall auch, der Boss ist sehr gut machbar. Schön. Scheiße, ich wollte unbedingt den Parry haben. Ah, soll ich vielleicht auch im Ernstfall drauf verzichten? Okay, jetzt beginnt er tatsächlich wieder damit. Woran liegt das, dass er manchmal darauf verzichtet, auf den Angriff? Okay, wunderbar. Komm, jetzt können wir es aber nochmal mitnehmen. Sehr geil. Ich glaube, wir haben ihn getroffen, oder? Ich hoffe, wir haben ihn getroffen. Okay, schön. Sehr, sehr schön. Lass mich den doch... Warum? Einfach nur warum? Warum hat er ihn mich nicht parryen lassen? Komm, Mann. Lief doch so gut. Ja. Jetzt brauche ich wieder 5 Stunden. Das ist so zum Kotzen, Alter.
glaube, hier sollte man auch tatsächlich auf die Bomben verzichten. Ich meine, die machen zwar gut Damage, aber dafür muss man an ihn ran. Und seine Angriffe sind hier ziemlich schnell. In der Phase. Ja. Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal die Bomben benutzen. Also langsam kotzt mich das an. Okay, schön. Also manchmal kann man es benutzen. Manchmal kann man es tatsächlich benutzen. Vor allem, wenn er unten ist. Also wenn er ganz weit unten ist. Dann kann man schön die Bomben reinkloppen. Okay, jetzt kommt wieder die Phase. Boah, Alter. Ja. Nein, wie denn? Warum ist das manchmal so einfach und manchmal ist das so schwer? Ich glaube, wenn man einmal da aus dem Rhythmus kommt, dann hat man verkackt. Ich sollte echt warten, bis die pinken Vögel ganz am Ende sind. Weil sonst begebe ich mich nur unnötig in Gefahr. Wow. Okay. Ja. Und einfach warten, bis die ganz am Ende sind. Dann kriegt man das echt gut hin. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ach, fuck, Mann. Alter, ey. Schön. Die pinken Vögel sind mir jetzt mal ein bisschen egal, tatsächlich. Na gut, außer wenn sie sich so schön anbieten. Dann natürlich nicht. Okay. Wunderbar. Und ich werde jetzt doch tatsächlich mal meine Special Ability behalten, vor allem, weil ich gerade halt absolut nicht gut an ihn rankomme. Oh, Alter. Ja, jetzt reicht aber mal. Hallo, stopp jetzt. Ja, sehr gut. Bin ich? Da bin ich. Alter. Okay, schön. Ich will mich jetzt ein bisschen mehr konzentrieren. Sorry, falls ich jetzt etwas ruhiger bin, aber muss mal sein. Gerade bei dem Let's Play hier. Schön. Schön. Richtig gut. Und in der Phase schön die, als ob, schön die Bomben rausholen. Au. Okay, geil. Oh, wir haben es geschafft. Und ich glaube, da würden sich auch diese kleinen Spezialangriffe lohnen. Weil die ja dadurch ja durch... sorry, nochmal neu. Weil die in der Phase ja durch den gesamten Vogel fliegen können, weil der so ja, schräg unten halt auf dieser Liege drauf liegt. Und der ist halt über den gesamten Bildschirm verteilt. Wenn man dann die Bomben da durchschießt... Ich glaube, das könnte echt extrem effektiv sein. Gut, Zacharias Zwitscher. Seelenvertrag erhalten. Nice.
Alles klar. Dann im nächsten Part die zweite Spezialattacke. Nee, Moment. Es ist keine Attacke, glaube ich, aber gut. Ihr werdet das im nächsten Part sehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Ciao. Well, Cuphead and his Pelmug Man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price.